Jetzt gab es schon mein Lieblings-Sommergetränk als Video, mein Lieblings-Herbstgetränk als Video. Dachte ich mir, mache ich jetzt natürlich weiter mit meinem Lieblings-Wintergetränk. Und dieses Getränk hat auch wieder, es wäre wieder sehr, sehr einfach, hat nur zwei Zutaten. Und ich muss natürlich auch sagen, bezüglich der einen Zutat, ich mache mir den ab und zu. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt jeden Tag mache, weil ich halt auch merke, dass speziell, wenn ich jetzt Bananen mit dabei habe, dass die mich etwas leicht dehydrieren und ich natürlich, sage ich mal, eher versuche, mich regional zu ernähren, regional und saisonal. Und aber im Winter ist das hochtechnisch immer nicht die einfachste Situation. Deswegen nehme ich da ab und zu Bananen mit dazu, aber nicht so oft. Ja. Also es ist vielleicht einmal die Woche und dann mache ich mir dieses leckere Getränk. Und das Geniale dabei ist, durch die zweite Zutat, einfach gefrorener Spinat, ich kann das ja schon mal sagen jetzt, gibt das so eine schöne Cremigkeit. Ja? Und das mag ich halt einfach sehr und auch durch diesen Spinatgeschmack noch mit darin, finde ich einfach, das ist eine sehr, sehr leckere, geniale und einfache Komposition. Die kommt in dem Smoothie besonders gut zur Geltung. Genau, ihr Lieben, deswegen kommt jetzt noch das kleine Rezeptvideo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.